Hallo und herzlich willkommen zur Kritik zu Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Der Film folgt im Allgemeinen dem jungen Thomas, der ohne jegliche Erinnerung an irgendwas, was wichtig ist, also er erinnert sich an Tiere und so weiter, an Reden, an Sprechen und so weiter, aber so Personen und so und Orte sind ihm völlig fremd. Der wacht nämlich in einem Aufzug auf, der ist, ziemlich dunkel und irgendwann erreicht er dann den oberen Punkt und er kommt auf einer Lichtung heraus und nennen auf jeden Fall die ungefähr 30 Jungen den Platz da, wo sie leben. Umgeben ist diese Lichtung von einem riesigen Labyrinth und sie versuchen schon seit, ich glaube, zwei oder drei Jahre sind die schon da drin und versuchen einen Ausweg aus diesem Labyrinth zu finden. Und deswegen gehen da jeden Tag Läufer rein. Die Tore schließen sich nachts, denn nachts ist im Labyrinth laufen Griefer rum. Das sind so metallene Menschgedöns, organisches Zeug. Keine Ahnung. Irgendwelche bösen Viecher, die dich umbringen wollen. Also sind Läufer drin, sind nicht vom Eingang der Nacht zurück, sind sie meistens tot. Denn keiner hat bis jetzt eine Nacht im Labyrinth überlebt. Doch kurz nachdem Thomas auftaucht, geschieht das erste Mal etwas Merkwürdiges. Denn das erste Mädchen taucht auf. Kannst du mir irgendwas über dich erzählen? Wer du bist, woher du kommst? Weißt du deinen Namen? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Tag 1 Frischling. Raus aus den Federn. Was ist das hier? Willkommen auf der Lichtung. Wer hat uns hergebracht? Wissen wir nicht. Was ist da draußen? Ihr könnt mich nicht einfach hier festhalten. Ich kann dich nicht gehen lassen. Warum sagt keiner, was da draußen ist? Das Labyrinth. Jeden Morgen, wenn sich diese Tore öffnen, suchen die Läufer einen Weg nach draußen. Niemand hat bisher eine Nacht im Labyrinth überlebt. Was passiert mit ihm? Wir nennen sie Griever. Wir gehören nicht hierher. Irgendjemand hat das Labyrinth gebaut. Es wird Zeit rauszufinden, womit wir es hier zu tun haben. Du bist nicht wie die anderen. Du bist neugierig. Was ist das denn? Das ist der erste echte Hinweis. Wer weiß, wohin uns das führt? Ein Mädchen. Thomas. Alles hier hat sich verändert. Du aufgetaucht bist. Was, wenn wir aus einem bestimmten Grund hier sind? Die Tore schließen sich nicht. Sie sind hier. Als Schauspieler hatten wir Dylan O'Brien als Thomas, der mir so jetzt nicht so wirklich bekannt vorkam, und Kaya Scodelario als Teresa. Beide sind mir eher unbekannt, aber beide haben ihre Rollen ganz nett gespielt und deswegen kann ich da jetzt nicht allzu viel meckern. Regie war Wes Bell. Und das war so ziemlich sein erster großer Film. Er hat, glaube ich, 3 oder 4 Kurzfilme gemacht, die wir natürlich hier in Deutschland nie zu sehen bekommen. Aber dafür, dass es der erste Teil war, hat er den Film sehr gut, also hat er das Buch sehr gut umgesetzt. Ich kenne jetzt zufällig das Buch, weil ich das jetzt gerade lese. Hat das gut umgesetzt, finde ich. Und ich hoffe natürlich, er ist für den zweiten Teil auf jeden Fall dabei, aber ich hoffe natürlich, dass er dann auch den dritten und letzten Teil zu Ende führt. Zur Story muss ich sagen, dass sie interessant ist. Also einen Haufen Jungs irgendwo reinzusperren und umgeben von einem Labyrinth, habe ich noch nie gehört. Viele sagen ja, es ähnelt den Tributen von Panem, aber das finde ich überhaupt nicht, denn sie müssen sich ja nicht gegenseitig umbringen. Die können ja da leben, ist ja kein Problem. Wenn sie keinen Ausgang finden wollen, die können ja da leben. Hat sich keiner beschwert, die müssen sich nicht gegenseitig umbringen. Womit ich der Film so ein bisschen, was ich so gut fand am Film, war das Labyrinth. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Denn viel mehr sagen will ich zur Story eigentlich nicht, denn sonst spoiler ich leider etwas zu viel und ich will meine Kritiken eigentlich spoilerfrei halten. Die Kamerafahrten habe ich extrem geile durchs Labyrinth und so laufen, aber wenn ich da jetzt auch wieder zu viel sage, ne Spoiler und so Kram. Special Effects. Das Labyrinth sieht echt cool aus. Und das würde ich gerne, das hätte ich mir, dieses Labyrinth hätte ich mir bei Harry Potter gewünscht. Im vierten Teil. Dass dann nicht wirklich nur das Labyrinth sich bewegt. Ich meine, klar, ist auch eine Höllenangst, wenn auf einmal die Wände dich vor sich schließen und so, aber dass auch vielleicht irgendwas im Labyrinth ist, was dir was anhaben kann. Und das ist echt, das ist geil gemacht, muss ich sagen. Respekt. Bei der Musik muss ich sagen, nichts Besonderes.
passt hier irgendwie zur Szene rein, aber im Grunde bleibt nichts hängen. Die kommen so lange wieder, bis sie uns alle getötet haben. Lasst uns abhauen, auch wenn wir dabei sterben. Du checkst es einfach nicht. Wir sind längst tot. Bist du dir sicher? Nein. Thomas! Wir kommen hier nicht raus. Sie lassen uns nicht. Trotzdem kriegt der Film insgesamt eine 12,5 und das ist eine 1-. Woo! Geiler Film. Guckt ihn euch gerne an, der macht echt Spaß. Natürlich ist es ein offenes Ende, ihr müsst natürlich auf den zweiten und dritten Teil warten. Aber ihr könnt natürlich auch das Buch lesen. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser Kritik. Wir sehen uns in der nächsten Kritik wieder. Nier Turtles bestimmt auch noch, wann ich dazu komme, den zu gucken. Ihr könnt mal sagen, vielleicht habt ihr ihn schon gesehen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie der Film war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Meine letzten Kritiken sind hier irgendwo verlinkt. Und natürlich abonnieren hier unten drunter. Bis dann, Leute. Tschüss.